Erforscht, Assassine produzieren. Neue Forschung wählen. So. Succubus, Hochelfen-Succubus. Nahkampfangriff, verfluchen, verführen. Was bringt denn verführen? Möglich Produktion des Succubus. Stütte mit dem Palast des Schurken. Ja, okay. Ich glaube, ich brauche dann jetzt langsam mal. Gab's nicht irgendwie? Ah ja, das wollte ich haben vorhin. Hier, nach der Nebel erhöht die Zauberpunkte. Tja. Trotz allem postiere ich die jetzt hier um diesen Turm rum, meine Guten. So, und da haben wir nochmal zwei Belagerungsmaschinen. Oh Gott, ja, das wird echt schwierig, der Kampf. Ich bin da echt gespannt. Also vermute ich mal, dass der Kampf schwierig wird. Und deswegen ziehe ich hier erstmal Top-Einheiten her, bin ich der Meinung. So. Die Einheiten will ich auch hier drüben haben. Ich ziehe jetzt einfach mal alles hier in die Nähe. Alles ziehe ich erstmal hier in die Nähe. Ich hier einfach erstmal gucken will, was hier los ist. Und dann stelle ich mir eine gute Armee zusammen für diesen Kampf. Wird automatische Bewegung durchgeführt. So. Klickt, um euren Zug zu beenden. Ja, alles klar. Jetzt hat er die Stadt hier unten eingenommen, was natürlich blöd ist. Und das ist genau der Punkt, was ich mir schon gedacht habe, was auf Dauer wahrscheinlich nicht so gut kommt. Wenn ich hier... Jetzt ziehe ich mit dem Raskar definitiv mal hier runter. Mit den ziehe ich mal hier hin, damit ich wenigstens sehen kann, was hier abgeht. Was hat denn hier drin stehen? Kanone, nicht so viel irgendwie. Oh, wirkt im ganzen Reich. Erhöht die Anzahl der Zauberpunkte. Ja, jetzt habe ich 30. Das ist natürlich gut. Dann forsche ich gleich das nächste. So, da alles hier haben wir übernommen. Und hier kann ich jetzt Ork-Einheiten bauen. Was ziemlich cool ist. Großschwertkrieger. Die waren ja eigentlich ganz gut. Weil die sind immer recht schwierig, wenn man die irgendwie vor sich stehen hat. Kann ich ein cooles Gebäude bauen? Nö, ich baue jetzt einfach mal Ork-Großschwertkrieger. Zwei Stück. Und ich will jetzt mal selbstmörderisch gucken, wie das hier aussieht. So, Niederlage ist sehr wahrscheinlich. Habe ich natürlich nicht vor zu machen, tatsächlich. Aber das sind drei, das ist... Ich will trotzdem mal ranziehen mit meinen Einheiten. So. Mal gucken, wie es so aussehen täte. Ziemlich ausgeglichen. Ja, ich will es nicht machen. Aber ich lasse sie mal da stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine blöde Idee war, dir vorzuziehen, aber einfach mal, das ist halt genau der Punkt, einfach mal ein Gefühl kriegen. Wir haben Schocktruppenkämpfer, Unheilsritter. Boah, Herr des Ursprungs. Ich hoffe mal, dass er nicht auf die Idee kommt, mich anzugreifen. Weil... Ja, obwohl, ich hoffe eigentlich, dass... dass es ziemlich ausgeglichen hauptsächlich daher kommt, dass ich... Ja, statt wo unverteidigt. Sowas habe ich befürchtet. Ich gehe hier gerade richtig den Bach runter.
Ich gehe gerade richtig den Bach runter. So, wie sieht's denn jetzt aus? Sieg ist wahrscheinlich. Aber ich kann hier noch ein bisschen meine Einheiten zusammenziehen dann später. Und kann nochmal, also wenn ich die Einheiten kann ich in die Armee eingliedern, ne? Und dann habe ich hier nicht noch einen Armeeslot frei. Aber ich muss mich erstmal darum kümmern, was hier unten so vor sich geht. Das ist ja überhaupt nicht gut. Das ist ja überhaupt nicht gut, was hier unten vor sich geht, dass ihr mir die Städte wiederholt. Das ist halt meine eigene Schuld und Dummheit. Und ja. Ich habe das schon vermutet, dass der irgendwann anfängt, mich anzugreifen. Aber wie gesagt, das ist das erste Spiel hier, die erste Kampagne. Ich hätte es mir zwar denken können, aber naja. So, ein weiteres Talent erforschen. Neue Forschung wählen. So, jetzt habe ich 40. Das passt eigentlich ganz gut erstmal, denke ich mal. Und ich erhöhe jetzt mal hier die Laufgeschwindigkeit. So, hier marschieren wir jetzt natürlich ein, machen einen automatischen Kampf meiner Ansicht nach. Haben eine Einheit verloren, die wir auch gleich wieder ersetzen können. So, ein Held wurde befördert, das ist ganz gut. Rostangriff, lässt gepanzerte feindliche Einheiten Rüstungsschaden erleiden. Ah, Druidenkunde, mehr Zauber pro Runde. Oh, das gönne ich ihm, weil der hat sehr geile Zauber, meiner Ansicht nach. So, die übernehmen wir natürlich. Ja, also die übernehmen wir wieder. So, dann passt es eigentlich weitestgehend. Ich harre hier aber weiter der Dinge einfach mal. Obwohl, ich muss sagen, also ich könnte hier mal die Fee rausnehmen. Nein. Die Fee rausnehmen und die hier rüberziehen in die Armee. Und den Fernkämpfer hier rausnehmen und den da reinziehen. So, dann haben wir hier eine etwas fernkampflastigere Armee, die nur den, also eigentlich komplett fernkampffähig ist. So, und den da hier kann ich jetzt damit reinsetzen. Haben wir hier eine Nahkampfarmee. Das ist ein bisschen mixed. Da sind die Monsterjäger mit drin, die ich noch gar nicht kenne. So. Ich weiß, ich könnte es auch länger setteln lassen. Ich habe jetzt aber vor, einfach mal nur die eine Runde. Die lasse ich hier komplett stehen. So, und dann klicke ich mal, um meinen Zug zu beenden. Ein neuer Takt bricht an. So, jetzt ändern wir hier, wie es weitergeht, aber auf jeden Fall. Das sind Freischaler, das ist Infanterie, Arbeiter. Ich baue jetzt mal zwei Klingbogenschützen, würde ich sagen. Würde ich definitiv sagen. Und danach einfach nochmal zwei Speerträger. Dann haben wir alle Org-Einheiten. Ich lasse sie jetzt doch länger setteln. So, und hier ziehe ich jetzt direkt weiter in die nächste Stadt und hole mir die auch gleich. Die Stadt war unbesetzt. Und habe ich noch irgendwas, was mehr... Gumblack selber hat mehr Movement Points. Nee, so nett. Ich hätte die eigentlich lieber gerne irgendwie übernommen. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder eine unbesetzte Stadt, aber... Tja. Was schicke ich darüber? Ich schicke mal den Eingeweichten wieder rüber. Den guten alten Eingeweichten, dass der in der nächsten Runde drüben ist. So, hier siedelt er weiter. Also siedeln ist natürlich schon der falsche Ausdruck, aber halt, ihr bleibt da sitzen. So, Klingenbogenschützen.
Das ist ganz nice, sage ich mal. Hier kommt ja pro Runde was Neues ran. Ich ziehe die jetzt mal. Fange jetzt mal an, hier langsam hochzuziehen. So, Eldaste hat die Kriegsakademie produziert. Jetzt schauen wir mal nochmal genau, was die bringt. Existierende Ausbauten, die Kriegsakademie führt zur Wachstufe, Reitplatz, Greifen, Zinne, okay. Ermöglicht Produktion von Pikenier- und Kavallerieeinheiten in dieser Stadt. So, und was haben wir da jetzt? Gemeinschaftswächter sind Pikeniere. Okay, da haben wir natürlich deutlich bessere. Boah, Hochelfen, Einhornreiter. Komm, wir wollen Einhornreiter. Wir wollen Einhornreiter. Wir wollen Einhornreiter. So. Produziert Nachtschattensenke. Finde ich ziemlich cool. Jetzt können wir die Nachtschattenfee machen. Die einfach mal nochmal besser ist als die anderen, ne? Dann produzieren wir jetzt auch einfach mal 3 Stück. So, Lakette wurde ins Reich übernommen, was ich auch richtig gut finde. Wir machen da jetzt einfach mal... Puh! 2 Bürgerwachen rein, damit wir ein bisschen... das Ganze ein bisschen deffen können hier. So... So, jetzt gehe ich mal auf die hier los. Machen wir automatisch den Kampf natürlich. So, Angriff war siegreich. Gut. Er bleibt dann hier in der Stadt. Was natürlich nicht viel ist. Na, besser als gar nichts. So. Ein neuer Tag bricht an. So, hier wurde Produktion abgeschlossen. Die bleibt aber auch weiterhin so. Das ist okay. So, ein Held wurde befördert. Das ist richtig gut. Tierfreundschaft versucht, feindliche Tiereinheit zu übernehmen. Das haben wir vorher gebraucht. Milde Nächte, eine einhalten, erhalten Schutz, Naturwiderstand, Heilung. Naturheilung. Alle Einheiten in der Armee des Helden regenerieren pro Zug zusätzlich. Ich hätte ihn gerne ein bisschen tougher. Ne, um es nochmal gesagt zu haben. Jetzt hat er noch 2. Und dann kriegt er einfach nochmal... Ich habe mir gesagt, ich hätte ihn gerne etwas tougher. So. So generell verbessert. Und die Armee von ihm hätte ich jetzt natürlich... trotzdem ganz gerne da oben mit. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Zerstreuung. Hebt einen von einem Gegner aufrechterhalten globalen Zauber oder eine Schlachtfeldverzauberung auf. Auch gut. Terraformer will ich gerade nicht. Bringt mir nichts. Die feindliche Einheit wird möglicherweise in Panik versetzt. Schlägt der Versuch fehl, erhält die Panikstelle den Status eingeschränkt. Ich mache nochmal Nacht und Nebel, dass wir mehr Punkte haben für den nächsten großen Kampf. Hier bauen wir 2 Eingeweichte. Lakette ist gewachsen. Die Armee, wie ich gerade sagte, würde ich ja ganz gerne mit hier hochziehen in den Kampf dann demnächst, ne? So. Da haben wir keinen Platz mehr frei, da haben wir noch einen Platz frei. So, das ist eine reine Nahkampfeinheit, da ziehe ich den mit rein. Da ist das eher eine Fernkampfeinheit, da ziehe ich den Klingenbogenschützen rein. Und das stelle ich jetzt da auf. Und da, auf dieses eine, da fehlt noch eine Einheit. Den ziehe ich dann auch noch nach. Die ziehe ich dann auch mit auf das Feld und dann bin ich komplett aufgestellt. So.
So, gut. Das passt soweit. Er bleibt da einfach sitzen. Er bleibt da auch einfach sitzen. Meine Armee benötigt meine Befehle. Die Armee bleibt da auch sitzen. Die Armee bleibt da auch sitzen. Die Armee bleibt da auch sitzen. Die Armee fährt damit rein. Bleibt dann da auch sitzen. Armeebewegungen bestätigen jederzeit. Dahin bitte. Nächster Zug.